Leute, bei Casycraft LP mit einer neuen Folge von Life in the Woods. Alleine. Ja, genau, so ist es. Alleine. Ich streck mir nicht den Hintern gegen, dann gibt's Ärger. Ja, du, ich rede mit dir. Ja, kannst ruhig mal verschämt nach unten gucken. So, ja, noch eine Folge und zwar... Ich muss was essen. Nein, Quatsch, nicht das. Ich habe mich jetzt endlich doch mal niedergelassen. Hier so am Strand und so. Leider ist es doch neben mir. Ich finde manchmal so, wenn so neben Dörfern baut, dann ist das so, weiß ich nicht, so. Nee, muss nicht sein und so, ne? Aber ich bin jetzt so verzweifelt. Und falls es dann soweit kommen sollte, werde ich dann halt umziehen und so, ne? Ja. Okay, dann werde ich heute mal so was bauen. Ja. Ich brauche noch mehr Bäume. Ja. Da haben wir auch jede Menge von. Ich glaube, die Knochen habe ich schön woanders gelassen. Ach, ist doch... Sieht ja gar nicht mal wirklich so schlecht aus hier. So. Cool. Gehen wir aus dem Weg. Das Bett könnten wir auch schon mal aufstellen. Ich muss mal niesen, sorry. Nochmal. Ja, sorry, Leute. Aber das musste mal sein. Backpack. Genau, da haben wir bestimmt noch... Nein, wir haben da keine Setzlinge. Wir haben da nur jede Menge Scheiße drin. Ich könnte mal die Flossen ausprobieren. Da hinten ist ein Baum. Komm, da müssen wir jetzt leider mal hin. Vielleicht sind die Äpfel auch schon reif. Oh, heilige Scheiße. Gib mir meinen Zuckerrohr zurück. So, nee, die sind noch nicht reif, glaube ich. Die muss man irgendwie anklicken. Aber sind wahrscheinlich noch nicht reif. Hier haben wir dieses Rutabaga-Zeugs. Oh, was denn hier? Nicht viel. Okay. Da hinten sind... Das ist der einzige Baum jetzt so in der Umgebung. Das sind auch meine Nachbarn. Und... Was ist das? Okay. Noch mehr Beeren. Ich habe bald schon wieder alle verbraucht. Die Blumen sehen auch komisch aus. Oh. Nehmen wir den Baum. Sieht mir irgendwie sicherer aus, den abzuholzen. Oh, das ist der Avocado-Baum. Aha. Na dann. Fallen die Avocados dann runter, wenn der Baum weg ist? Ich weiß es nicht. Ich muss sowieso erstmal was essen. So. Ich sehe einen Busch. Nein. Doch nicht. Also Bären essen ist aber auch eine Qual. So. Ich komme dann gleich wieder, ja? Wo ist denn hier? Da hinten ist der andere Baum. Noch mehr Rutabaga, was auch immer das ist. Oh, Eier. Nehme ich doch sehr willkommen an. Und hol mir erstmal den Baum hier. Oh, der hat auch Früchte. Ist es... Was ist denn das für ein Baum? Sieht mir aber jetzt nicht nach Avocados aus. Ach, das sind Limonen, bestimmt. Hä? Waren das? Mann. Okay. Okay. Ich denke mal, ich renne jetzt von einem zum anderen Baum und sammle hier meine Eier und Federn auf. In der Hoffnung, dass ich irgendwas abkriege. Vielleicht. Oh, was war das? Ein Apfel. Okay. Da haben wir einen Baumwollstrauch. Aber sonst irgendwie jetzt nichts Besonderes. Hier haben wir noch ein Ei. Kann ich schon eine Farm aufmachen hier. Krass. Tja, jetzt gehen wir was her, Mensch. Du Socke. Ich habe ein Seed. Und zwar ein... Da hat doch was dran gehangen. Bin ich denn blöd? Ja, bist du.
Das war jetzt mein innerer Teufel, der mir dazu gesagt hat. Also, ne? Ich hab. Wieso sollte ich das zu mir selbst sagen? Okay, keine Avocados. Es wird dunkel. Nein! Mein Bett muss irgendwo da hinten sein beim Baum. Das ist ein guter Anhaltspunkt. Mein Baum ist das. Mein ganz alleiniger Baum. Ich muss ganz schnell ins Bettchen, Leute. Guck mal hier. Boah, wie viele Eier ich jetzt schon habe. Ich kann ja nicht mehr zählen. Hier noch, hier noch, dort noch. So, so, da, da, da. Da vorne ist mein Bettchen. Und ich gehe. So, ganz schnell schlafen. Guck mal, schöne Sonnenuntergang. Herrlich. So, 10 Eier, YOLO, sag ich nun. Und 3 Setzlinge für die Bäume. Dann pflanze ich doch mal an hier so, ne? So. Hätten wir das auch. Vielleicht können wir hier schon mal ein bisschen freiräumen oder so. So, die Seeds weg hier so. So, haben wir eine Schaufel? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich habe ein Fischernetz. Soll ich da mal gucken, ob ich da was fangen kann? Guck mal hier, wir haben einen Strand. Einen super schönen Strand haben wir hier. Ohne Treibsand. Ist das nicht schön? Soll ich mal gehen? Ach, damit kann ich Fische. Was machen die denn da? Was machen die da? Ich schleiche mich mal ran. Psst. Oh, wir haben sie gestört. Wir haben sie beim Paarungs. Oh mein Gott. Wir haben sie gestört. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht beim Sex beobachten. Ach Gott. Okay, so müsste die Folge heißen. Wahlsex beim neuen Haus. Also, ne? Ach, jetzt sind sie schüchtern. Es tut mir leid, Mensch. Wo sind denn diese scheiß Fische? Hier sind keine. Nur scheiß Rumbacke. Was leuchtet da denn? Ist das. Ach so, okay. Oh, ich bin immer so aufgeregt manchmal, wenn da so. Aber keine Fische. Wie soll ich denn da irgendwas fangen? Muss ich das hier irgendwo unter Wasser oder so? Okay. Also da müssen. Wahrscheinlich Fische. Ich hole mal eben das Ei hier. So. Wir haben was gefangen. Wir haben ein Ei gefangen. Und die Flossen kann ich mal ausprobieren. Die müssten hier drin sein, oder? Ja. Okay, dann ziehen wir die mal an. Gucken, was wir damit machen können. So. Oh, geil. Guck mal, wie schnell das geht. Vielleicht finde ich ja einen Fisch. Da! Nee, ist ein Mantarochen. Hoffentlich gehen die nie kaputt, die Dinger. Hallo? Was? Was? Was denn? Ach so. Och, erschreckt mich nicht so. Ey, das ist der Hammer. Das macht richtig Spaß. Wo sind denn die Fische, Mensch? Krabben? Keine Fische da. Guck, wie schnell man damit schwimmen kann. Das ist ja der Hammer. Das gefällt mir. Und die gehen nicht mal kaputt? Wirklich, vielleicht. Doch nicht. Keine Ahnung. Oh, ja. Das ist der einzige Treibsand, den wir hier haben. Ich muss die Schuhe ausziehen. Die sind nass, Mensch. Jetzt klebt der ganze Sand an den Flossen. Ach, scheiße. Kennt ihr das auch? So, mal schnell hier meine Eisenstiefel wieder anziehen. Die sind mal ein paar Kilo schwer. So. Was soll ich jetzt machen? Eine Schaufel. Aus Koralle? Machen wir eine Schaufel aus Koralle? Wieso nicht? Oh, das ist die Todesanzeige für euch, für mich, für. Komm, eben eine Schaufel kriegen wir da wohl noch hin.
So. Oh, mir läuft gerade die Nase. Das ist nicht laufen, aber irgendwie, als wenn ich eine Erkältung kriege oder hab. Was? Achso, ich muss das. Ach, ein Ingot muss ich doch haben. Wo ist denn. Oh, öffne diesen. So wollte ich es haben. Voll die dramatische Musik. Ich beeil mich ja schon. Machen eine Schaufel. Und nächste Folge werden wir ein bisschen bodeln gehen. Yay! Ja, ich höre die Jubelschrei schon. Nicht. Oh, doch? Nee, doch nicht. Das ist mein innerer Schweinehund, der hier alles weggraben muss. Ich muss was essen. Jetzt hör mal auf zu graben, ey, Alter. Okay. Sorry. Okay. Jetzt eben noch ein paar Hühnchen reinpfeifen. Genau gesagt zwei. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Folge beim Graben. Mit einer pinken Schaufel. In pinker Rüstung und so. Pinkes Schwert. Bis dann. Ciao.